Willkommen zurück, meine Freunde, zu Let's Play Tomb Raider 2 Reloaded. Und ich habe den ersten Fehler gemacht. Ich habe... Komm, geh an den Hebel. Ich bin zu weit geschwommen. Das war nicht so gut, aber wir sind ja nicht von gestern. So, wir schwimmen hier erstmal durch. Wir haben eine Luke geöffnet und da beginnt unser nächster Levelabschnitt. Mit ein bisschen Strömung und Co. und so weiter. Aber alles halb so wild. Ich weiß gar nicht, worum es hier in diesem Level eigentlich wirklich geht. Aber wir werden es sehen. Und das ist auch gut so. So, ich glaube, hier werden wir auch gleich erstmal... Ah ja. Schön. Schon bist du tot. So soll's sein, mein Freund. Und Medipack, hältst du für mich auch bereit? Ihr hört da auch einen Gegner, ne? Also ich bin der Meinung, hier ist das verseucht. Ich bin der Meinung, hier sind ein paar Gegner. Aber okay, das ist natürlich jetzt erstmal noch nicht das Wichtigste, die Gegner zu beseitigen. An dieses hier kann ich mich Gott sei Dank noch erinnern, aber wie das genau ging... Okay, da sind natürlich so einige Fragezeichen offen. So, da unten waren Gegner, das weiß ich. Also zumindest bin ich mir da verhältnismäßig sicher. Oder auch nicht. War jetzt hier ein Gegner oder nicht? Genau. Du. Hallo. So. Dankeschön. Ja, hier ist schon so wieder so eine ganze Gegnerqual. Und da vorne ist auch gleich unsere erste Falle. Gut, da wollen wir jetzt natürlich nicht gleich reintappen. Hallo? So. Alles wackelt. Da kommen Fässer angerollt. Oh, wie diese... Schön, dass du schon wieder... So. Also natürlich dreist, ne, würde ich sagen. Taucht da erstmal irgendwo so ein Typ auf, greift uns mal gratis an. Okay, muss man durch, kann man nichts machen, kann man machen nichts, muss man gucken zu, Freunde. Schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid. Tomb Raider 2 Reloaded in der nächsten Runde. So, wir machen auf jeden Fall weiter. Wir drehen an allen Knöpfen und wollen natürlich so langsam das Spiel durchschaffen. Und ich glaube, wir sind auch ganz gut davor, denn so viel wird es jetzt auch nicht mehr sein. Naja gut, wir sind jetzt erst hier in der Schiffswelt, aber es kommt noch so einiges auf uns zu. Also keine Panik, nicht weglaufen, dranbleiben. Es wird noch spannend hier auf Let's Play FK mit Tomb Raider 2 Reloaded. So, ich gucke jetzt mal kurz. Da drüben war, glaube ich, ein Hebel, den wir ziehen können. Dadurch verändert sich hier irgendwas in der Umgebung. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr was, aber irgendwas konnte man dadurch verändern. Da gehe ich jetzt mal hin. Ach so. Na. Das hat ja jetzt so den ultimativen Sinn gebracht, oder? Das hat jetzt den ultimativsten... Das hat den ultimativsten Sinn der Welt gebracht. So, dann schauen wir uns hier mal um, denn hier geht noch so einiges ab. Hier ist auch ein Gegner drin, so viel wie ich weiß. So viel wie ich wusste, na toll. Ja gut, so ist das, wenn man unter Alzheimer leidet, dann passieren manchmal Dinge. Ich höre einen. Der ist da unten. Der ist da unten. So. Ohne dass man es sehen konnte, hat sich da was dran verändert. Ja, wo bist du denn? Gegner. Oh Leute, das ist voll gemein, wenn man die Gegner nicht zu Gesicht bekommt und man sich fragt, wo die denn wirklich jetzt alle stecken, ne? Das ist natürlich dann immer dementsprechend scheiße. So, jetzt müssen wir hier von diesem Ding zu Ding... Das ist aber alles halb so wild. Denn so schwer ist das nicht. Und zack. So, jetzt müssen wir einmal so den Sprung wagen. Da ist kein Gegner. Ich weiß, dass da drinnen einer ist. Und ich hoffe, dass der jetzt irgendwann mal sich zeigt, damit wir auf ihn schießen können.
Das würde uns die Arbeit ein wenig leichter machen. Aber na gut, so soll es denn nicht sein. So soll es denn wohl anscheinend nicht sein. So, und bumm. So. Du hast auf jeden Fall wieder Automatik verloren. Die brauchen wir auf jeden Fall in diesem Spiel. Das ist immer keine schlechte Munition. Und jetzt sind wir hier oben. Ach, welch Schreck. Ach, welch Schreck. Das erinnert mich doch an irgendwas. So, hier müssen wir erstmal nichts machen. Das wird hier gemacht. Das wird hier gemacht. Hier werden Kisten gerückt, mal wieder. Ja, das muss man hier in Tomb Raider leider ein bisschen häufiger tun. So ein bisschen Kistenrückrätsel. Aber egal, Leute, da kommen wir schon irgendwie hin. So, das Rätsels Lösung wird sein, dass wir das Gerüst sozusagen, was wir gerade eben gesehen haben, oder diese Motorteile da, oder was das da sein sollen, keine Ahnung, wie man sowas nennt, nochmal wieder verstellen. Muss man das jetzt hier? Nö. Das war ich der Meinung, musste man nicht machen. Jetzt war das Rätsels Lösung doch hier eigentlich runter. Einmal drehen. Pistols. Alles tutti. Aber bloß nicht wieder den Weg zurückgehen. So, jetzt stellen wir alles wieder zurück von diesem komischen Zeuges da, was wir gerade eben schon mal verändert haben. Okay, das war auf jeden Fall doch der Fehler. Oder? Kommen wir da wieder hoch? Kommen wir da wieder hoch? Ah, schlecht. Das ist schlecht. Leute, das ist schlecht. Leute, das ist jetzt schlecht. Ich hätte da doch wohl eine Kiste rücken müssen. So, gut, machen wir das ganze Spielchen nochmal. Warum? Weil wir es können. Weil wir da Bock zu haben. Seit wann muss man diese Kiste verrücken? Daran kann ich mich ja nun überhaupt nicht erinnern. Aber egal. So, auf jeden Fall ist es jetzt wieder in dieser Ausgangsposition Nummer 2, sage ich jetzt mal. Und wie doof. Das ärgert mich jetzt aber wirklich. Das ärgert mich jetzt aber wirklich. So. Egal. Wir haben auf jeden Fall was vor. Und wenn wir das hier alles eben nochmal machen, mein Gott, dann ist das eben so. So, wen das stört, abschalten. Wer es nicht ganz so schlimm findet, bleibt natürlich dabei. So. Ich mache es nicht, um jemandem irgendwas zu beweisen, dass ich hier irgendwie irgendeinen Skill habe oder so. Das war scheiße. Okay, jetzt lade ich. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. So, an welcher Stelle waren wir da? Och nö. Na. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Hallo Lara, du kannst dich auch bewegen. So, das ist natürlich sehr super ärgerlich, dass wir jetzt hier schon wieder sind. Okay. Egal. Oh. Ey, Alter, Leute, ich muss mehr speichern, glaube ich. Ich muss mehr Rücksicht darauf nehmen, dass man in diesem Spiel speichern kann. Ja. Damit man nicht immer wieder dasselbe spielen muss. Na, ich sollte mir schon vormachen, in diesem Spiel gibt es die Möglichkeit zu speichern. Dann sollte ich sie auch nutzen. Dann sollte ich sie auch nutzen. Egal, ich wollte, aber jetzt am Überlegen, ob ich das Video sozusagen abbreche, euch das jetzt vorenthalte und dann eventuell wieder an der Stelle starte, wo ich war. Aber das lasse ich jetzt mal weg. Natürlich könnt ihr auch mal miterleben, wie es wirklich ist, wenn man ein Let's Play aufnimmt, denn die meisten schneiden solche Pannen wirklich knallhart raus. Und wenn man das dementsprechend schneidet, dann sieht das echt so aus, als würden die Skill haben, Leute. So, das nochmal an dieser Stelle erwähnt, das könnte ich auch, aber das will ich nicht. Ich bin lieber ehrlich und zeige euch auch mal die Best-of-Pannen. So, die Best-of-Pannen, die hier passieren können. So, die sind menschlich, die passieren und so ist das nun einmal. So. So ist das nun einmal. Für alle die, die gerne diese Pannen mögen, freuen sich natürlich jetzt ein wenig. Ich freue mich darüber nicht so ganz, aber wenigstens kommen wir weiter. So, ist hier der Gegner noch? Nein, hier ist kein Gegner. Seht ihr immer wieder diese Fantasie? Ist hier ein Gegner oder ist hier keiner? So, einmal alles verstellt. Das Spielchen kennen wir. An der Stelle speichere ich jetzt, damit wir nicht wieder diesen Weg gehen müssen. So.
könnt ihr dementsprechend verstehen, nervt, glaube ich, dementsprechend und so weiter und so fort. Genau, das war unser Problem vorhin. Das Problem lösen wir, indem wir jetzt einfach ein bisschen schlauer an die Sache gehen und hier weitermachen. So, und jetzt, das hier dürfen wir nochmal sehen. Das ist das dritte Mal, Freunde. So, davon abgesehen, dass wir das sowieso noch ein paar Mal sehen werden, ist es wahrscheinlich für euch jetzt schon ziemlich extrem langweilig. Aber egal, so ist das, Leute. So ist das. Das ist nun mal Reality. Das ist Spielen. Das ist Zocken. Das ist Gameplay, Freunde. So, es ist einfach so. Man kann im Leben manchmal die Dinge nicht ändern. So, dann gehen wir hier nochmal ein Schrittchen nach vorne. Springen da rüber. Na, sind hier drüben. Machen einen Anlauf, springen darüber und putzen Johnny weg. So, ich glaube, so ist das ganz perfekt. So, besser haben wir das vorhin nicht hingekriegt. Ich bin hin und her gelaufen und habe mich gewälzt. Das war, glaube ich, gar nicht so dämlich. Das war, glaube ich, gar nicht so dämlich, Freunde. So konnten wir den Typen auch mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. So soll das in diesem Spiel einfach auch sein. So, ich schaue jetzt mal, was wir an dieser Stelle definitiv machen müssen, damit wir da nicht schon wieder falsch liegen und wieder und wieder und wieder. So, ich rück hier an allen Kisten. Warum? Weil Spaß macht. Übrigens, das haben wir heute schon mal gemacht. Das haben wir heute schon mal gemacht. So, ich bringe das jetzt hier auf jeden Fall in diesem Videopart noch zu Ende. Da ist denn egal, ob der Part ein bisschen länger wird. Da muss man denn tatsächlich mit leben. Okay, was kann man mit dir machen? Kann man dich rücken? Ich glaube, jetzt ist der Weg besser bestückt. Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe es gleich. Und, kommen wir da wieder hoch? Ja! Super! Das war nämlich unser Problem. Diese Kiste hätten wir wirklich rücken müssen. Jetzt können wir dieses ganze Zeugs wieder zurückschalten. Dadurch können wir jetzt wieder da hoch und so weiter und so fort und können letzten Endes, naja, ihr werdet es gleich sehen, den wunderbaren Rückweg antreten. Denn so groß ist dieses Geflecht hier, sag ich mal, in dem Moment noch nicht. Wird natürlich alles noch ein bisschen extremer, aber das ist hier noch alles irgendwo möglich. So. Übrigens, hier ist das Boot richtig rum. Hier ist es nicht... Okay. Ich glaube, das ist euch auch aufgefallen. Ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen. Wie viele Karos sind das? Anlauf auf jeden Fall. So. Dann wollen wir mal darüber, Freunde. Schön, schön, schön. Ein Schritt nach vorne und drüber. Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall immer noch dabei seid hier bei Let's Play FK. Tomb Raider 2 Reloaded und das Ganze täglich. So. Ja, manchmal bin ich auch ein bisschen beschäftigt und tue ein bisschen was. Da habe ich dann nicht immer die Zeit. Das müsste gehen. Das müsste gehen. Ja. Und es ist gegangen. So. Dann ziehen wir diesen Hebel. Das ist unser nächster Job. Und dadurch haben wir jetzt Wasser da drin. Jetzt fragen wir uns natürlich an dieser Stelle, why? Warum ist das so? Warum ist das so? Natürlich kann ich euch die Antwort darauf geben. Es ist letzten Endes unser Weg ins Ziel, sozusagen. So. Ich hoffe, dass ich jetzt hier richtig orientiert bin. Das war Kacke. Ich hasse diesen Sprung. Den habe ich schon immer gehasst. Ich bin ehrlich. Darum habe ich hier auch gespeichert. So. Darum habe ich hier gespeichert. So. Weil dieser Sprung ist wirklich scheiße. So. Oh, ich nehme jetzt gleich ein Medipack und mache das anders, ey. So. Dieser Sprung ist so doof. Dieser Sprung ist sowas von scheiße. Den schafft man, also ich zumindest, schaff den irgendwie nie. So, ich nehme jetzt Medipack und dann lasse ich mich hier runtergleiten. So, dann bin ich zwar leicht verletzt, nimm ein großes Medipack, bin wieder gesund und hau ab. So, ciao. Das ist echt der Hammer. Das ist echt der Hammer. Dieser Sprung ist so scheiße, dass er bei mir echt verloren hat. Echt.
Dieser Sprung hat bei mir echt verloren. So, ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Videopart wieder, wenn es heißt Let's Play Tomb Raider 2 Reloaded. Hier bei Let's Play FK. Mein Name ist Florian Kiel und wir haben es ja doch noch gewuppt bekommen. Tschüss, ciao.